Herzlich willkommen bei Alpha Centauri. Es gibt eine Form von Materie im Universum, die macht uns Astrophysikern große Sorgen. Das ist die Form dunkler Materie, die nicht baryonisch ist. Nicht baryonische dunkle Materie. Also, um es klar zu sagen, das ist eine Form von Materie, die nicht aus dem Zeug besteht, aus dem wir bestehen. Wir bestehen aus Neutronen, Protonen und Elektronen. Die dunkle Materie allerdings, die muss was ganz anderes sein. Das muss was völlig anderes sein. Es muss ein Zeug sein, was seinerseits nicht mit Strahlung wechselwirkt. Und dafür gibt es eine ganze Reihe von Anzeichen. Aber der Grund, der wirkliche Grund, weshalb es diese dunkle Materie gibt, die kennen vielleicht viele von Ihnen nicht. Das ist die sogenannte Silk-Dämpfung. Haben Sie wahrscheinlich noch nie gehört. Und deswegen reden wir heute mal drüber. Was ist eigentlich Silk-Dämpfung? Dämpfung. Benannt nach dem Astrophysiker Joseph Silk, der 1968 zum allerersten Mal einen Prozess besprochen hat, der im frühen Universum eine fundamentale Rolle spielt, wenn es darum geht zu verstehen, wie überhaupt Materie, nämlich Materie so wie wir, klumpen kann in einem expandierenden, sich abkühlenden Universum. Ich will erst noch mal die ganzen Argumente kurz zusammenfassen, die dazu geführt haben, dass wir glauben, dass es überhaupt dunkle Materie geben kann. Das ist zum einen die sogenannten Rotationskurven von Scheibengalaxien. Die drehen sich eigentlich viel zu schnell für die Masse, die man sehen kann. Ja? Denn das, was die Drehung der äußeren Ränder einer Galaxie verursacht, das muss Masse sein. Und da die sich so wahnsinnig schnell drehen, ist also die Forderung gewesen, relativ früh schon, aha, da muss also eine Form von dunkler Materie da draußen sein, also Materie, die nicht strahlt, die aber schwer ist und die das Zeug da draußen beschleunigt. Wunderbar. Nächster Punkt war die Existenz von Röntgenhalos. Das ist die Umgebung, sind die Umgebungen von Galaxien, in denen Röntgenstrahlung emittiert wird, und zwar thermische Röntgenstrahlung. Das heißt, das Gas um eine Galaxie herum hat eine Temperatur von 1 Million bis 10 Millionen Grad. Wieso ist das Gas noch nicht weg? Es hätte doch Geschwindigkeiten, die durchaus größer sind als die Entweichgeschwindigkeiten von den Galaxien. Wieso ist das da noch da in der Nähe dieser Galaxie? Der Grund? Dunkle Materie. Der andere Punkt sind die Galaxienhaufen. In Galaxienhaufen bewegen sich Galaxien mit Geschwindigkeiten von bis zu 2000, 3000 Kilometer pro Sekunde. Wieso sind die denn noch in den Galaxienhaufen gefangen? Wieso sind die noch nicht weg? Es muss also eine Form von dunkler Materie geben, die einen ganzen Galaxienhaufen zusammenhält. Und der letzte Punkt waren oder sind die Gravitationslinsen. Nämlich die Lichtwege im Universum werden durch große Mengen von nicht sichtbarer Materie derartig verbogen, dass wir also die Bilder von Galaxien, die sehr, sehr weit von uns entfernt sind, teilweise als Doppel- oder Vierfachbilder sehen, beziehungsweise als Ringe am Himmel, weil die Lichtwege so verbogen werden, dass sich diese Mehrfachbilder ergeben. Und diese Ringe und die Gravitationslinsen haben was damit zu tun, dass der Raum durch Materie gekrümmt wird. Die Lichtwege liegen ja auf dem Raum obendrauf. Und durch die Krümmung des Raumes, nämlich durch die Masse, die den Raum krümmt, werden die Lichtwege verbogen. Also auch hier wieder Indizien für dunkle Materie. Da wird man sagen, na Gott, ja, dunkle Materie, brauche ich mir doch keine Gedanken darüber zu machen. Das werden irgendwelche ausgebrannten Sterne sein, alte Planeten, ja, jede Menge Gas, das so kalt ist, dass es einfach nicht strahlt. Falsch gedacht, dumm gelaufen. Es gibt zwei fundamentale Gründe dafür, dass diese dunkle Materie nicht so sein kann, wie die Sterne, Galaxien, Planeten, die wir sonst im Universum so sehen. Selbst das ganze Gas, was wir sonst im Universum so sehen, ist ja alles normal. So wie Sie und ich, ja, hier, Atome, ja. So kann es nicht sein. Und einer dieser Gründe ist die Silk-Dämpfung. Was ist das? Gehen wir mal zurück, gedanklich, ins ganz, ganz frühe Universum. Ja, sagen wir mal so 3 Minuten nach dem Urknall, die Ursuppe, hätte ich fast gesagt, wollte ich natürlich nicht sagen. Also dieser Urzustand von Materie hat sich soweit langsam etabliert. Wir sind, sagen wir mal, bei 1 Million oder vielleicht 1 Milliarde Grad, ja, Elektronen. Protonen sind alles da, schon die Neutronen sind auch da. Und was ist noch da? Na, Strahlung. Strahlung besteht aus Teilchen, Photonen. Die Photonen stoßen mit den Elektronen zusammen. Überall, das gesamte Universum ist angefüllt mit Strahlung. Je heißer, umso mehr Photonen.
Das heißt, im frühen Universum gab es eine intensive Wechselwirkung zwischen den Teilchen, die mit Strahlung wechselwirken, nämlich Elektronen, Protonen, Neutronen, und der Strahlung. Das heißt, wann immer, und jetzt kommt's, wann immer sich im frühen Universum sich mal ein paar Protonen und ein paar Elektronen natürlich auch, denn die Protonen sind ja positiv geladen, Elektronen sind negativ geladen, ziehen sich also sowieso an, ja? Wann immer sich da ein paar Teilchen zusammengetan hatten, zu einer kleinen Verdichtung und sozusagen gerade dabei waren, sich von der allgemeinen Expansion, vergessen Sie nicht, währenddessen breitet sich das Universum ja aus, also sich zu einer kleinen Dichteerhöhung zusammengetan hatten, ja, schoss die Strahlung hinein und hat praktisch, wenn Sie sich das mal bildlich vorstellen, wir haben einen Haufen Laub im Herbst und es kommt ein wahnsinniger Wind. Was macht dieser Wind? Ja, er verteilt das Laub sofort wieder. Jede Dichteerhöhung im Laub wird durch den Wind sofort verteilt. Und genau so hat die Strahlung im frühen Universum jede Dichteerhöhung der baryonischen Materie, und Baryonen sind die schweren Teilchen, also Protonen, mit den Leptonen zusammen, den leichten Teilchen, also den Elektronen, ausgeglichen. Es konnte niemals zu einer Verdichtung von normaler Materie kommen, bevor die Strahlung sich von der Materie entkoppelt hat. Die Strahlung hat sich dann auch tatsächlich von der Materie entkoppelt, und zwar zu einem Zeitpunkt, als das Universum ungefähr 380.000 Jahre alt war, eine Temperatur von 4000 Grad erreicht hat. Da nämlich rekombinierten die Atome. Ja, das heißt, die Atomkerne schnappten sich ihre Elektronen und es entstand zum ersten Mal ein neutrales Gas im Universum, nämlich neutraler Wasserstoff und neutrales Helium. Und seitdem ist die Strahlung entkoppelt von der Materie. Und von diesem Vorgang haben wir ein Signal. Und das ist die kosmische Hintergrundstrahlung, die heutzutage überall im Universum sichtbar ist. Überall. Sie ist homogen, also absolut gleich verteilt, in jeder Richtung gleich, also isotrop, ja. Und sie hat ein Spektrum, das einem Körper entspricht, der mit sich im thermodynamischen Gleichgewicht ist. Bis auf winzig kleine Schwankungen in der Temperatur. Die sind allerwinzigst. 1 zu 100.000, also fast nichts. Aber aus diesen Schwankungen in der Temperatur, die natürlich, entschuldigen Sie das Wort, natürlich, für einen Physiker ist das natürlich, für Sie vielleicht nicht, es gibt einen Zusammenhang, wenn es sich um ein ideales Gas handelt, zwischen Temperatur und Dichte. Beobachtet man irgendwo Temperaturschwankungen, dann bedeutet es, da gibt es auch Dichteschwankungen. Ja? Da, wo es kälter ist, ist die Dichte höher, da, wo es heißer ist, ist die Dichte niedriger. Das heißt, diese Temperaturschwankungen, die in der Hintergrundstrahlung ablesbar sind, sagen uns, wie groß die Dichteschwankungen zu dem Zeitpunkt waren, als die Materie sich von der Strahlung entkoppelt hat. So. Die Silt-Dämpfung sagt voraus, wie groß diese Schwankungen höchstens sein durften, weil ja davor, als das Universum heißer war, es ja überhaupt nicht zu irgendwelchen großen Dichteschwankungen hat kommen können, aufgrund der Wechselwirkung der Strahlung mit der baryonischen Materie. Ja? So, und jetzt kommt's. Die Tatsache, dass in der Hintergrundstrahlung Dichtefluktuationen zu beobachten sind, die 1 zu 100.000 sind, bedeutet, dass lange vorher, bevor die Strahlung sich von der baryonischen Materie entkoppelt hat, sich die Strahlung bereits von einer Form von dunklen Materie hat entkoppeln müssen. Es muss also eine Form von Materie geben, die nicht mehr mit Strahlung wechselwirkt, die aber schon anfing, sozusagen eigene Klumpen zu bilden, also Potentialtröge. Man spricht vom Potential, Gravitationspotentialtröge. Schwerkraftfelder, Fluktuationen, in denen die baryonische Materie, die aufgrund der Wechselwirkung mit der Strahlung ja nicht hat klumpen können, irgendwann mal sich tatsächlich zu Klumpen gebildet hat. Die Tatsache, dass das Universum so heiß war früher, erlaubt zunächst mal gar nicht, dass es zu Galaxien gekommen ist und damit auch nicht zu Sternen und damit auch nicht zu Planeten und so weiter. Diese intensive Wechselwirkung der Strahlung mit Materie ist ein Prozess, den man in jedem Physikbuch nachlesen kann. Ja? Das heißt, für den, ich will nicht sagen Beweis, man muss immer vorsichtig sein, wir können ja nichts beweisen in der Naturwissenschaft, wir können nichts verifizieren, wir können eigentlich immer nur sagen, ob etwas falsch ist, aber wir können nicht sagen, ob es wahr ist. Ja? Wir können nur falsifizieren. Das ist eine wichtige Bedingung für jede naturwissenschaftliche Theorie, ist sein Falsifikationspotenzial. Wie kann ich eine Theorie testen, ob sie auch tatsächlich falsch ist oder nicht falsch ist? Wir können nicht sagen, dass etwas wahr ist.
Aber eines können wir sagen. Die Wechselwirkung von Materie mit Strahlung ist ein wohl gut verstandener Prozess. Und daraus ergibt sich also nun, dass im frühen Universum die Wechselwirkung, weil das Universum, ich sag's nochmal, weil das Universum früher so heiß war, ergibt sich unmittelbar daraus, dass es eine Form von Materie gegeben haben muss, die nicht in der Form vorliegt, wie wir sie kennen. Ja, also hier, ich sag's nochmal, Atome, Elektronen und so weiter. Das muss was ganz anderes sein. Ein einfacher physikalischer Zusammenhang im frühen Kosmos impliziert, dass ein riesengroßer Teil der Materie im Universum, sogar der überwiegende, wenn man mal genauer hinguckt, ja, es gibt ungefähr 25% der Energiedichte im Universum besteht aus dunkler Materie und nur winzige 5% besteht aus dem Zeug, aus dem wir bestehen. Das, was Sie da am Himmel sehen, an Galaxien, Galaxienhaufen, wenn Sie einen Kalender zu Hause haben mit diesen wunderbaren Bildern vom Hubble-Teleskop zum Beispiel, ja, wo Sie diese ganzen Galaxienhaufen da sehen, das ist nur ein winziger Teil des Universums. Das ist die allerkleinste Spitze eines riesigen materiellen Eisberges, der unsichtbar ist. Und der seinerseits also aus Materie besteht, aus Materieteilchen besteht, die wir gar nicht kennen. Wofür wir noch möglicherweise noch nicht mal eine Theorie haben. Es zeigt uns aber, und das ist die Bedeutung der Siltdämpfung, dass wir mit unseren Mitteln, die wir im Labor haben und mit unseren Großhirnen haben, ja, können wir tatsächlich solche Schlussfolgerungen über die Eigenschaften des gesamten Universums ziehen. Also ohne, dass wir großartig da rausgucken, können wir sagen, wenn es tatsächlich so war, dass das Universum früher so heiß war, dann muss es eine intensive Wechselwirkung zwischen der Strahlung und der Materie gegeben haben und dann kann es keine Fluktuation in der baryonischen Dichte gegeben haben. Warum reite ich da eigentlich so drauf rum? Nun, es zeigt sich, dass diese Dichteschwankungen, damit die sich von der Expansion des Universums abkoppeln können und schneller unter ihrem eigenen Gewicht zusammenfallen können, als das Universum expandiert. Das ist ja der große Konkurrent. Ja? Wir haben ja hier zwei konkurrierende Prozesse. Auf der einen Seite die Expansion des Raumes, auf der anderen Seite der Kollaps der Materie unter seiner eigenen Schwerkraft. Dieser Kollaps kann nur passieren, wenn das Material eine gewisse Überdichte hat. Ich habe ja schon gesagt, in der Hintergrundstrahlung ist es 1 zu 100.000. Das ist keine Überdichte, das ist so gut wie gar nichts. Ja? Damit man etwas unter seinem eigenen Schwerkraftfeld zusammenfallen lassen kann, ja, braucht es eine Überdichte von 5. Es muss also 5-mal dichter sein als die Umgebung. So sieht's aus. Und um dahin zu kommen, um zu dieser Überdichte zu kommen, innerhalb relativ kurzer Zeit, dafür braucht es Fluktuationen in einer Form von Materie, die nicht so ist wie wir. Das heißt, wir haben hier wieder den Fall, diesen wunderbaren Fall, den ich so schätze, auf dem ich rumreite bis zum geht nicht mehr, dass wir aus den Naturgesetzen auf der Erde, die wir auf der Erde im Labor entdeckt haben, etwas aussagen können über die grundlegenden Eigenschaften des Universums. Ja. Die Wechselwirkung von Strahlung mit Materie im frühen Universum verbietet baryonische Fluktuationen, aus denen später hätten Galaxien werden können. Ergo muss es eine Form von nicht-baryonischer Materie geben. Also was immer Sie lesen und hören über irgendwelche Alternativen zur dunklen Materie, der entscheidende Prozess, der uns Astrophysiker dazu bringt, zu sagen, es muss eine Form von Materie geben, die nicht-baryonisch ist, ist die Siltdämpfung. Also insofern ja, hat sich 1968 jemand etwas ganz Fantastisches ausgedacht und ich muss sagen, ich bin außerordentlich erfreut darüber, Ihnen das erzählen zu können, weil es ein klarer Wechselwirkung von Teilchen und Materie ist. Ja, in diesem Sinne, machen Sie es gut.